Special Agent Fowler, wem verdanken wir Ihren... Na, wem schon? Den Cons. Ich konnte sie mit schwerer Artillerie in die Flucht schlagen, aber sie haben mich doch vorher noch vom Himmel gepustet. Ha, schon wieder? Sie haben versucht, das Dinges in die Finger zu kriegen. Das bitte was? Dynamic Nuclear Generation System, kurz genannt Dinges. Der Prototyp einer Energiequelle, die ich zu Testzwecken zur Küste transportiere. Das ist absurd. Was sollte Starscream mit einer so primitiven Technologie anfangen? Ich schätze mal, um eine schöne, fette, primitive Massenvernichtungswaffe herzustellen. Wenn dieses Baby hier hochgeht, wird es diesen Start und gleich noch 4 weitere zum Strahlen bringen. Hat Agent Fowler erwähnt, in welchem Staat er sich gerade befindet? Ich bin hier leichte Beute, Prime. Sie müssen Ihre Brücke aktivieren und das Dinges an seinen Bestimmungsort bringen, bevor die Cons es sich holen kommen. Ich fürchte, ein derart heikles Objekt über die Erdbrücke zu transportieren, kommt nicht in Betracht. Denn wenn es während des Transportes zu einem Unfall käme, könnte sich die Strahlung, von der Sie sprechen, über den Wirbelstrom der Erdbrücke ausbreiten und alle 50 Staaten treffen. Und mehr noch. Haben Sie eine bessere Idee? Das wird nicht nötig sein, Agent Fowler. Ich übernehme das Fahren. Das wird ja eine lustige Reise. Autobots, auf die Räder! Wir haben euch auf dem Schirm, Optimus. Falls alles gut läuft, solltet ihr den Bestimmungsort bei Sonnenuntergang erreicht haben. Beweg dich, Opa! Agent Fowler, ist das wirklich nötig? Oh, Sie sind wohl ein Herr, ich fahr streng nach Vorschrift. Sie transportieren es in einem unbewaffneten zivilen Laster. Wir setzen Bodentruppen ein. Wissen Sie, Sie retten mir hier den Arsch, Prime. Ich freue mich, behilflich sein zu können. Natürlich hätte ich keine Hilfe nötig, wenn ihr und die Cons euch in eurer Ecke der Galaxis prügeln würdet. Wollen Sie behaupten, in Ihrer Welt hätte nichts Böses existiert, bevor wir angekommen sind? Naja, irgendwie anderes Böses. Wie wäre es mit etwas Musik? Ich schätze, Sie stehen eher auf Nashville Sound. Habe ich recht? Das ist der Kerl! Der Con, der mich abgeschossen hat! Wer ist das? Eine verrückte, hirnlose Knalltüte? Sehen Sie in den Rückspiegel. Etwas gehandicapt, wenn ich meine Fäuste nicht einsetzen kann, Boss. Bleibt, solange es euch möglich ist, im Fahrzeugmodus. Das ist ja eine ganze Bande von Cons. Was? Ich kann hier nichts erkennen. Das heißt, sie müssen irgendeine Art Tarnvorrichtung verwenden. Das ist jetzt aber blöd. Die Angreifer sind keine Decepticons. Es sind Menschen. Menschen?
Wie süß! Die greifen unsere Bots an. Das gibt Hackfleisch. Gentlemen, stoppen Sie diesen Truck. Was sind das für Typen? Autobots, bleibt getarnt. Und verwendet so wenig Gewalt wie möglich. Entwaffnet sie bloß. Diese Fahrer sind keine Zivilisten. Frische Luft wäre gut. Prime, rechte Seite! Du wirst mir jetzt alles sagen, was ich wissen will. Ich hoffe, um das Dinges kümmern Sie sich besser als um Ihre Gefangenen. Hier spricht Special Agent William Fowler. Identifizieren Sie sich. Ich bin Silas. Aber für Sie von viel größerer Wichtigkeit ist, wir sind Mac. Sie sollten wissen, dass wir uns Ihr neues Spielzeug holen werden. Auch wenn wir dabei hohe Verluste erleiden. Tatsächlich? Sagen Sie, Sai, wo liegt eigentlich gerade der Marktpreis für so ein Dinges? Wieso denken Sie, wir wollten es verkaufen, Agent Fowler? Es brodelt ein Krieg zwischen der neuen Weltenordnung und der neuesten. Und der Sieger wird derjenige sein, der die innovativste Technologie besitzt. Also gut, Sai. Sie glauben, Mac verfügt über die nötige Technik. Definitiv keine zivilen Fahrer. Wir sehen uns, Sai. Agent Fowler, unterschätzen Sie diesen Silas nicht. Megatron predigte dieselbe Ideologie, bevor er Cybertron in den großen Krieg stürzte, der unsere Welt zerstörte. Optimus, in Kürze beginnt Phase 2. 5 Meilen weiter in südlicher Richtung erreicht ihr den Treffpunkt. 5 Meilen weiter in südlicher Richtung erreicht ihr den Treffpunkt. So, die Autobots befinden sich außerhalb der Grenzen ihres Stützpunktes. Und sie scheinen sehr beschäftigt zu sein. Das bedeutet, dass sie nicht mit uns rechnen werden. Holt sie euch! Macht sie fertig! Jawohl, Lord Starscream! Da vorne ist unser Bestimmungsort. Autobots, bleibt dicht zusammen.
taktischer Fehler. Da gibt's nur einen Weg raus. Luftunterstützung? Unsere oder ihre? Optimus, du bekommst Gesellschaft. Das Militär feuert auf seine eigenen Leute. Sir, das Ding ist. Sir. Ich registriere keinerlei Strahlung. Das Dinges ist nicht explodiert. Nein, ist es nicht. Agent Fowler, ich fürchte, wenn Sie und ich das hier überleben wollen, ist es jetzt unbedingt erforderlich, unsere Tarnung aufzugeben. Sind die Gerüchte also wahr? Wir sehen hier lebendige Technologie vor uns. Aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Bleiben Sie hier. Wo sonst? Nach einer langen Fahrt ist es ein schönes Gefühl, aus dem Wagen zu steigen, die Beine zu strecken und jemandem in den Auspuff zu treten. Dinges nicht in dem Truck war. Ja, genau. Special Agent Fowler, Sie führen ein lustiges Leben so unter Titan. Kommen Sie doch runter, ich mach Sie bekannt. Alles zu seiner Zeit. Im Moment beschäftigt mich mehr die Frage, wie das Dinges sich spurlos in Luft auflösen konnte. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss noch einen Zug erwischen. Prime! Silas ist Phase 2 auf die Schliche gekommen. Ich verstehe. Prime! Hören Sie mich, Prime! Prime! Mac wird sich das Ding geschnappen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Du meinst sowas wie Phase 3? Okay. Komm schon, denk nach. Also wenn Mac das Ding will, dann müssen sie auf diesen Zug. Was, wenn wir zuerst da sind? Ihr wisst schon, ein Mensch-zu-Mensch-Überraschungsangriff. Auf gar keinen Fall. Tja, das wäre Selbstmord. Hallo, Vereinigte Staaten der Kernschmelze? Leben stehen auf dem Spiel. Ja, eure. Ich soll euch über die Erdbrücke in einen winzigen Raum schicken, der mit über 90 Meilen dahin rast. Ich will gar nicht dran denken, was da alles schiefgehen kann. Massives Verschiebungstrauma, gebrochene Knochen, Metallverbrennungen. Naja, letzteres wohl eher nicht. Davon abgesehen ist es nahezu unmöglich, die Koordinaten auf ein sich so schnell bewegendes Ziel einzustellen. Würde es helfen, wenn wir Zugang zu den Koordinaten des Zuges hätten? Na ja.
Setzt sie außer Gefecht. Wir sind drin. Ich höre dich, Jack. Der Handycom-Link funktioniert. Raph, Mac ist dabei, auf dem Zugdach zu landen. In circa 20 Sekunden kommt ihr an eine Weiche. Haltet euch fest. Was war das? Ein Hacker. Ein ehemaliger Hacker. Was? Ah! Und was habe ich euch die ganze Zeit über diese Erdtechnologie erzählt? Was hat uns das gebracht? 10 Sekunden? Raph lässt langsam nach. Wollt ihr mal dran schnuppern? Na, wollt ihr? Ihr habt's gehört. Sir. Rückzug. Regel Nummer 1 im Krieg. Überlass dem Feind niemals die Beute. Oh. Ratchet, Mac hat die Gleise gesprengt. Du musst uns hier rausholen. Die Soldaten auch. Wir haben den Zugang zu den Zugdaten verloren. Ich kann euch ohne die Koordinaten nicht zurückholen. Optimus, Jack und Miko sind in dem Zug und Mac hat die Gleise gesprengt. Ich bin auf dem Weg. Maximale Beschleunigung. Vielleicht sollten wir springen. Bei 90 Meilen die Stunde? Aufprall oder Super-GAU, entscheide dich. Was haben wir uns bei der Sache bloß gedacht? Nächstes Mal solltest du dich etwas mehr anstrengen, uns sowas auszureden. Nächstes Mal. Wir hätten ein paar Sekunden mehr, wenn wir im hinteren Teil des Zuges wären, oder? Miko, zumindest erleben wir es gemeinsam. Raph, das ist jetzt wichtig. Barkett soll meine Gitarre bekommen. Mach dein Testament noch nicht. Wo ist Optimus? Er muss deinen Zug erreichen. Gespielt, Besucher. Aber Mac hat nach wie vor Heimvorteil und wir werden eine Möglichkeit finden, die Spielstärke anzupassen. Selbst wenn wir dich öffnen müssen, um zu sehen, wie du tickst.
Optimus, sind du und die Kinder intakt? Intakt, Ratchet. Die Krise ist überwunden. Was soll das? Aber die Welt, in der wir leben, ist eine andere, als wir uns vorgestellt hatten. Eine, die ihre eigenen Decepticons hervorgebracht hat. In menschlicher Gestalt.